In diesem Video geht es um zwei Spezialhobel. Einmal um den Podani-Hobel. Das ist ein 1857 erfundener Hobel, mit dem man solche Marqueterien herstellen kann, die hier auf dieser kleinen Schatulle aufgeleimt sind. Also hauchdünne, Zehntelmillimeter große Furniere. Oder Dünnschnittfurniere, könnte man schon sagen. Damit kann man solche Furnierblätter herstellen, die dann hier aufgeleimt wurden. Und es geht um einen Wellenleisten- oder Flammhobel, der bereits zur Barockzeit die Barockmöbel mit sehr schönen Profilen belegte. Einen originalen Flammleisten- bzw. Wellenleistenhobel kenne ich nur aus dem Museum Hallstatt am Hallstätter See in Österreich. Hier sieht man ihn. Oben ein Holzgewinde, mit dem man einen Druckklotz herunterschrauben kann. Und zwischen Druckklotz und Profilmesser wird natürlich dann die zu profilierende Leiste durchgezogen. Dieser Flammleistenhobel wird auf jeden Fall in die Hobelbank eingespannt. Um zu verstehen, wie er funktioniert, habe ich jetzt hier mal auf diesem Bild die Stahllippe mit einem Pfeil markiert, denn die ist sehr wichtig, um das zu verstehen. Die ist nämlich unbedingt notwendig und auch eine Rippleiste. Ich versuche das mal zu erklären anhand dieser einfachen Leisten hier. Das ist so eine Wellenleiste, die man damit hätte herstellen können. Die wird auf eine sogenannte Rippleiste aufgelegt. Also man hat dann vorher schon mal ein Profil hier etwa angehobelt, jetzt aber noch keine Wellen drin. Wird dann so rum in diesen Hobel eingeführt. Der wird mit zwei Mann. Von jeder Seite zieht einer so herum. Und diese Rippleiste hat oben Wellen drin, die unterschiedlich tief und weit auseinander sind, je nachdem, wie das Profil nachher aussehen soll. Und oben haben wir eben diese Stahllippe. Wenn ich jetzt dann hier, die wird entsprechend tief runtergedrückt. Das ist natürlich mit weniger Druck. Und indem ich dann jetzt hier das durchziehe, ist ja jedes Mal, wenn so ein Berg und Tal ist, geht natürlich auch die Leiste unten immer hoch und tief. Dadurch entsteht nach und nach eben dieses wellenartige Muster. Denn diese Lippe wird ja immer stärker von oben runtergepresst, sodass diese Wellen dann immer tiefer mit dem Messer hier hineingeschabt wahrscheinlich eher werden. So entsteht diese Wellenleiste. Im Wiener Hofmobiliendepot gibt es einen Flammleisten- bzw. Wellenleistenhobel, den sicherlich eine Person bedienen kann mittels einer Kurbel. Der ist schon so eine modernere Variante und natürlich hier ein Nachbau, denn er hat so eine Feder, mit der Druck ausgeübt wird. Hier sieht man auf beiden Seiten, also es ist eine komplette Lade, in der diese Leiste hier eingebracht wird. Und seitlich sehen wir eben metallene Schienen, die eben sozusagen diese Rippleiste darstellen, die mal hoch und runter geht. Hoch und runter ist eben diese Art von Wellenform. Natürlich könnte genauso gut die könnten diese Leisten jetzt nach rechts und links oder so ausgelegt werden, dass die ganze Lade nach rechts und links geht, also hin und her, und damit so eine Flammleiste entsteht. Aber hier geht es hier hoch und runter, und hier sieht man auch die Messer. Und man kann sich sicherlich jetzt auch vorstellen, wie diese dann erzeugt wird. Kommen wir jetzt zum Podani-Hobel, den der Kunsttischler Franz Podani 1858 sich patentieren ließ. Hier nochmal einige Beispiele für diese Technik in einem Schaukasten.
Auch dieser Hobel, ein Nachbau, steht im Hofmobiliendepot in Wien. Ich stand ganz unvermittelt davor und wusste gar nicht so richtig, wo ich jetzt was filmen sollte oder fotografieren sollte, da mir die Technik nicht bekannt war. Habe ich jetzt erstmal hier angehalten, weil das ganz wichtig ist, hier dieses Bild, um dann zu verstehen, wie der funktioniert. Also das ganze Schwungrad ist jetzt hier erstmal festgesetzt mit einem Schloss, wenn man eben irgendwelche Kinder wohl nicht dran spielen sollen. Im Hintergrund ist ein wichtiger Hebel zu sehen, der dafür nachher da ist, um so einen Block richtig fest anzudrücken, bevor er gehobelt wird. Auch hier muss ich nochmal kurz anhalten, denn in der Weiterführung des Hebels geht dieser in ein Zahnstangengetriebe über, das eben für den nötigen Druck sorgt, und zwar immer regelmäßig in dem Moment, wo ein neues Blatt abgehobelt wird. Und zwar auch kontinuierlich, denn der Block wird ja immer kleiner, sodass dann immer neue Zähne eingreifen hier in dieses Gestänge und immer wieder dann entsprechend Druck ausgeübt wird. Hier gehe ich jetzt weiter um den ganzen Hobel herum und man sieht hier einen Block, der eingespannt ist. Oben drauf dieses Dunkelholz, das ist eben das Druckholz, was vom Zahnstangengetriebe nach unten gedrückt wird. Aber der ganze Block selber, der hier gehobelt wird, ist von allen Seiten ganz fest starr eingespannt. Hier sieht man das Schwungrad mit der Kurbel. Also eine Umdrehung ist dann immer einmal hobeln und diese Kurbelstange führt zu so einer beweglichen Lade. Fest verbunden mit der Lade ist das Hobelmesser, wenn ich das richtig sehe, was sich vorne befindet. Abgedeckt hier durch Plexiglas, damit sich wohl keiner dran schneidet. Und hier rechts dann eben wieder dieser Block, der natürlich so eingespannt ist, dass auf jeden Fall noch Druck von oben ausgeübt werden kann. Zurück zum Hebel, der ja den Druck ausübt. So wie ich das sehe, müsste eigentlich nach jeder Umdrehung des Schwungrades einmal dieser Hebel entsprechend angehoben werden, um eben diesen Druck auszuüben. Ich habe jetzt aber anhand der Fotos konnte ich das nicht so richtig ersehen. Im Moment ist er ja noch arretiert am Schwungrad. Müsste eigentlich irgendwo ja ein Holz angebracht sein, um diesen Hebel dann eben jedes Mal zu bewegen. Zum Schluss nochmal einige Bordüren und Medaillons in Podani-Technik und auch einige Wellen und Flammleisten des Flammleistenhobels.